Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen tollen Folge Football Manager 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike und der Micha. Ich bin der tolle Mike, hi. Ich bin der Micha. Wird das ich habe auf jeden Fall heute wieder bist drei. Du mir da sicher? Ja, ich bin mir da ganz sicher. Okay. Ich werde bestimmt auch mal gewinnen. Ich habe noch nicht verloren, wenn 5 Spiele in der Bundesliga sind gespielt. Euroleague, erstes Spiel hatten wir, da habe ich gewonnen. Euroleague, zweites Spiel gegen Lazio Rom haben wir heute. Hoffentlich kann ich da, ja, ich informiere meine Zuschauer nur. Übrigens, in der Infokarte können wir auch rübergehen zu einer anderen. Ja, da informieren wir euch über die Wahrheiten von Jan. Genau. Da könnt ihr schauen, wie die anderen beiden mit Borussia Gladbach. Und Mainz Borussia 5. Gladbach. Mainz 5, ja. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus, Leute. Bei mir läuft nicht so. Wir haben in der letzten Folge gewonnen. Doch, hallo. In der letzten Folge habe ich nicht verloren. Ich habe gegen dich unentschieden gespielt und dann gegen Frankfurt gewonnen. Aber ultra laufen tut's nicht. Also ich meine, okay, wenn du jetzt verlierst, keine Ahnung, gegen wen du spielst. Habe ich auch schon wieder vergessen. Okay, aber wenn gegen du... Gegen Bremen. Ja, genau, wenn du gegen Bremen und jetzt... Und gegen Hannover 96. Wenn du jetzt gegen Bremen verlieren würdest und ich gewinnen gegen Wolfsburg, dann habe ich dich eigentlich fast schon überholt. Das ist schon ziemlich witzig. Ja. Also, es ist noch eng, ist aber... Scheiße bei mir. Wie gesagt, an sich, ja, es müsste jetzt einfach so weitergehen. In jedem Spiel einfach 4 Tore schießen, wie gegen Frankfurt. Das wäre auf jeden Fall super. Naja, egal. Auf jeden Fall will ich gar nicht jedes Spiel 4 Tore schießen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich gewinne 3 Punkte. Das sind nämlich jedes Spiel Pflicht. Und das hoffentlich kriegen wir hin. Wir spielen nämlich gegen Wolfsburg. Da, die könnten wir sogar überholen, wenn wir gewinnen. Dann spiele ich gegen Bremen. Wenn du gegen Bremen gewinnst, wäre schon mal gut, weil dann überholen die mich nicht, weil sie irgendeine Scheiße bauen. Und dann kann ich hier gegen Bremen auch nochmal richtig reinhasseln. Danach spielen wir in der nächsten Folge das erste Spiel gegen Micha, also gegen Gladbach. Das wird auch interessant. Kommen ein paar coole Spiele und es ist auch bald Pokal, glaube ich, ne? Also ist interessant. Alter, so. Gibt 11 Meter! Junge, ich hab gar keine Highlights einfach. Passiert nichts. Außer, dass Wolfsburg jetzt ein Tor schießt. Jo. Leipzig führt 1-0. Wolfsburg führt 1-0. Oh, aber es wird überprüft. Bei mir wird nichts überprüft. Jo, hier ist schon Halbzeit. Was soll ich dazu sagen? 1-0 für Wolfsburg. Verdienen oder unverdienen ist die andere Frage. Gut, gab von beiden Mannschaften wenig Chancen. Sind 8 Schüsse von Mainz, aber nur eine aufs Tor. Und 3 Schüsse von Wolfsburg, auch da eine aufs Tor. Ja, passiert. Also ich bitte dich. So wie wir hier gerade spielen, ist das echt... Oh, Mann, Mateta. Das Problem ist wirklich, die zwei Spieler, die im letzten Spiel... auch wirklich deutlich dafür mitentschieden haben, dass wir hier gewonnen haben. Die fehlen verletzt, beide. Klar, der die Tore Wolfsburg gemacht gewinnen hat. Und Micha muss gegen Leipzig gewinnen. Ja. Die verdrängen mich von meinem Platz. Ja, nur. Alter! Ja, genau, oder? Was? Ich sehe es nicht. Rote Karte! Echt? Oh. Das war niemals rot! Never! Du darfst es leider nicht sehen. Never, Alter, Leute, ihr könnt das bitte in die Kommentare schreiben. Und ich, 4 ich zu 0, ich will's Timo auch jetzt Werner. Nicht. Ich will's jetzt auch nicht irgendwie aus der Sicht von Mainz irgendwie schön reden oder so. Es war halt kein Elfmeter, keine rote Karte. Alter, ich werd gleich echt Trainer von Köln. Was ist das denn? Wieso? Köln ist viel zu gut. Ja, eigentlich sind sie scheiße. Ich bring die schon wieder runter. Ja. Mann, ja. Ja. So verdient. 1-1. Mainz bebt. Ja, ich glaub nicht, dass du hier verlierst. Gladbach geht unter. Ich hoffe, dass ich nicht verliere. Und ich hoffe auch, dass wir gewinnen. Wie gesagt, der Schiedsrichter, der kriegt so richtig von... So du gehst gerade an Gladbach vorbei wegen der Tordifferenz. Nein. Aber Öztunali bringt jetzt eine gute Flanke. Oder holt sich den Ball jetzt. Komm. Was ist das? Wir müssen den jetzt über die Linie einfach tragen, irgendwie. Tor! Guck mal, das ist gut. Abbas, bitte! Mateta! Jetzt. Oh, mach ihn doch! Du. Oh! Das gibt's nicht. Das ist doch scheiße, oder? Wenn so ein Ding da nicht reingeht und ich gleich in der 95. Minute eins kassiere, ey.
Augsburg führt 4 zu 2. Boah, was ist mit deiner Ausdauer los? Alter. Ey, ich hab nicht gewechselt, scheiße. Hups. Hab ich ja komplett vergessen. Guck mal, wir sind die ganze Zeit am Drücker. Das gibt's nicht. Komm, komm, komm. Und wenn, passiert hier überhaupt nichts Gutes. Augsburg ist richtig davongezogen, leider, mit dem 4 zu 2. Das ist krass. Irgendwie ist das hier... Komm schon. Busmann, der bringt jetzt eine Superflanke auf irgendwen. Das ist mir eigentlich scheißegal, wer das Tor macht. Baku, der ist super. Da freue ich mich morgen auch schon drauf. Ja. Das, ich glaube, wir können 5, morgen 4 dann machen. Ja! Ja, Mann! 2-1! Der Kunde! Ich glaube, irgendwie wirklich die Taktik zu verändern, ist irgendwie nicht bringt nicht so viel in den letzten Ich glaube auch nicht. So, es bringt eigentlich gar nichts, die Taktik zu verändern. Nie, am besten. Doch, das schon. Am besten einfach immer durchspielen, auch wenn du immer verlierst. Egal. Oh Gott, ich habe so Angst. Bitte nicht. So, Werner macht wahrscheinlich 6-1. Adler, das war so knapp. Adler. Habe ich doch gesagt. Ja. Das war so knapp, bitte nicht. Ecken, da kann, die kann ich nicht verteidigen. Geht weg. Grätschen einfach um. Gott. Oh. Abseits, also abseits, abseits, abseits. 3 Tore geschossen. Ja, abseits. Es zählt nicht. 2-1, wir haben gewonnen. Ich fass es nicht. Alter, krasser Scheiß. Die machen nochmal ein Tor und es zählt nicht. Yes, Mann. 20 zu 11 Schüsse, 6 zu 3 aufs Tor. Es ist verdient. Und eigentlich hätten wir alle Spiele so spielen müssen. 10 Mainz 05 Spieler setzen sich erfolgreich zur Wehr. Genauso sehe ich das auch. So Leute, let's go, los geht's. Bayern 04 Leverkusen gegen Gladbach und Mainz 05 gegen Bremen. Die anderen Spiele, die müssen wir jetzt einmal außen vor lassen, denn es zählt unser Spiel. Wir müssen gewinnen, beide. Micha muss unbedingt gewinnen, der kann euch das ja gar nicht erzählen. In seiner Folge könnt ihr auch bei ihm vorbeischauen, dass er wirklich gefährdet ist bei Gladbach, wenn er jetzt nicht gewinnt. Und ich würde natürlich gerne einmal eine gute Leistung von den letzten beiden Spielen oder den letzten drei Spielen anknüpfen. Vor allem auch, weil es in Anführungszeichen nur Bremen ist. Ja, die sind eigentlich ja immer hier in den Abstiegsrängen gewesen. Gut, sie haben jetzt gegen Jan in der... Ja, das darf ich eigentlich nicht verraten. Ja, sie haben jetzt gegen Jan auf jeden Fall gespielt. Ja, was da passiert ist, kann man ja mal vorbeischauen, ne? Nee, auf jeden Fall wäre es ganz cool, wenn ich mich von denen ein bisschen absetzen kann. Und ansonsten muss ich ihn hier rausnehmen, weil er rot gesperrt ist. Das ist nämlich auch geil. Oh, jawohl, die Spieler sind wieder fit. Haha, dann können wir richtig geil reinstarten. Boah, nee, Insigne ist noch nicht. Noch nicht bei 100%. Dann tun wir den auf die Auswechselbank. Ucha ist nämlich eh verletzt. Und tun Solly March links für Abbas. Aber lassen Maxim drin, weil der eigentlich auch ganz gut auf der Position ist. Aber mir passiert noch nicht viel. Ein, zwei gute Chancen gehabt. Aber auch Bremen mit ein, zwei guten Chancen. 30. Minute jetzt gleich. Jetzt Sonali will nochmal nach vorne, aber wird einfach nicht mehr gezeigt. 4 Minuten Nachspielzeit, come on! Auf geht's, Mainz, nochmal anfeuern! Hier die Ecke von Aaron Martin, Hack, Kunde, Wöber, Insigne, alle drauf und keiner geht rein! Oh Gott! Jetzt gibt's den Konter, das gibt's nicht, Max Kruse. Bailey zum 4 zu 1. Lol, was war das denn? Alter! Hat leer. Er hat richtig gegönnt. Oh, komm jetzt, Brosinski. Letzte Minute der Nachspielzeit. In der Mitte ist Kunde. Insigne. Kunde. Gacinovic sieht rot. Das läuft. Der hat schon mal rot gehabt, oder? Ja. Insigne, Kunde. Komm, die letzten Sekunden ticken. Aaron Martin. Mach doch bitte irgendeinen schönen Schuss, der einfach reinsegelt, weil der Torwart ein Problem hat. Abbas! Abbas! In der Mitte ist Mateta und er pfeift ab. 0 zu 0. Er hat einen knappen Sieg für Mainz vorausgesagt. Auf das habe ich auch gehofft insgeheim. 15 zu 10 Schüsse, 4 zu 2 aufs Tor. In der zweiten Hälfte waren wir auf jeden Fall ein bisschen besser, wie man das hier sieht. Ja. Wie gesagt. Ja. Also ganz ehrlich,
bei diesen Mannschaften, man hofft natürlich auf einen Sieg und das sind so Siege, die einem wirklich weiterhelfen würden. Und dadurch, dass ich jetzt nicht gewonnen habe, ist das natürlich echt scheiße für mich. Aber ja, das sind so Mannschaften, wo das passieren kann. Leider. So Leute, also ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Da muss ich jetzt als nächstes gegen Schalke spielen. Also es wird auf jeden Fall auch kein leichtes Spiel, auch wenn die natürlich auch noch nicht so gut in die Liga reingestartet sind. Ein Punkt nur mehr als ich. Ja, ich bin jetzt auf Platz 14. Die anderen, ihr seht es jetzt selber. Und schaut auf jeden Fall auch bei denen in der Folge vorbei, wie das bei denen gelaufen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.